Herr Joko und Klaas, was ist eigentlich eure Lieblingsregel? Denkt ihr schon darüber nach, über welche Regel ich gerade überhaupt spreche? Es gibt ja Regeln, es gibt Gesetze, es gibt Spielregeln, es gibt Regeln für Hunde, es gibt die 3-Sekunden-Regel. Es gibt Regeln, die regeln, was zu regeln ist, damit es Regeln gibt, die sich wiederum selbst regeln. Und am Ende regelt keiner irgendwas. Blickt ihr noch durch? Beste Voraussetzung, um jetzt gegen ProSieben zu spielen. Joko und Klaas gegen den Gefährdungsbeurteilungskatalog. Vielen herzlichen Dank an Dunja Hayali. Gut, also, den gibt es wirklich. Das hier ist der Gefährdungsbeurteilungskatalog. Und darin ist haargenau aufgeführt, was im Studio zu tun und was zu unterlassen ist, also was erlaubt ist und was nicht. Also ja. Es geht jetzt für euch darum, dass ihr innerhalb der nächsten 10 Minuten 10 Regeln brecht. Also ihr brecht normalerweise immer sehr viele Regeln. Ja. Aber jetzt geht es darum, dass ihr offizielle Regeln, die auch hier im Gefährdungsbeurteilungskatalog drinstehen, brecht. Innerhalb von 10 Minuten, wenn ihr das schafft, bekommt ihr den ersten Vorteil fürs Finale. Ich kenne die zwar alle, die Regeln. Ich habe sie auswendig gelernt, aber es gibt jemanden, der kennt sie noch viel besser. Und das ist der Studiomeister der Bavaria Studios. Hier ist Andi. Komm bitte zu uns. Hi. Hallo Andi. Hi. Liebe ich jetzt schon. Achso, guck mal, machen wir so. Komm, Andi. Hi. Andi. Also, es geht jetzt im Prinzip in diesem Spiel um die Regelbrechung innerhalb des Studios. Deine Aufgabe ist normalerweise welche? Dass ich die Regel entwerfe und die Sicherheit für die Veranstaltung garantiere. Dass sich keinen, auch ihr, nicht verletzt. Also, denkst du die richtig aus? Sind die nicht von irgendeinem Amt? Nein, die denke ich mir aus. Also teilweise, vom Arzt, teilweise. Geiler Job, man darf keinen Handstand machen beim Reinlaufen. Genau. Also wenn ihr böse seid, dann denkt sich Andi ein paar neue Regeln aus. Zum Beispiel. Also, jetzt nochmal ganz wichtig. Es geht um Regeln, die ihr innerhalb des Studiokomplexes oder innerhalb dieses Studios brechen sollt. Wichtig dabei ist, dass ihr immer ganz genau verbalisiert, welche Regel ihr glaubt gerade zu brechen. Das ist ein herrliches Spiel. Genau, damit Andi und ich auch checken können, ob das stimmt. Also Andi kennt das ja, ich unterstütze dich da so ein bisschen. Ja. Also immer genau verbalisieren. 10 Regeln insgesamt innerhalb von 10 Minuten, dann gibt es den ersten Vorteil. Gibt es irgend so einen Punkt, wo du praktisch qua deines Amtes sagen müsstest, ja, ihr habt den Punkt zwar bekommen, aber wir brechen die Show an dieser Stelle ab? Ja, gibt's. Ja. Definitiv. Also was ihr nicht machen dürft, Erpressung, Körperverletzung, Diebstahl, Mord. Das gilt natürlich nicht. Mord von einer Person, die zum Beispiel niemand so richtig gerne mag hier im oder Raum. Vermissen würde, meinst du? Nein, ja, wenn auch wir eine Umfrage nicht machen und sagen, wenn sich alle darauf einigen, der oder die ist okay. Nein. Nicht? Okay, gut, alles gut. Wer hat denn ein Feuerzeug eure dabei? Eure 10 Minuten laufen ab jetzt. Sehr gut. Ich hole mir mal das Feuerzeug da oben. Wir machen jetzt einfach mal offenes Feuer im Studio. Das ist sicherlich. Wer hat ein Feuerzeug? Wer war das? Doch nicht? Du hast kein Feuerzeug dabei? Warum hast du mich angelogen? Sie hat auch schon eine Regel gebrochen. Tom, sie hat gelogen. Tom, du rauchst doch, ne? Tom raucht. Komm mal her, bitte. Kommst du mal wieder, Tom? Komm. Doch. Tom, du rauchst doch. Denk dran, ihr müsst es verbalisieren. Wissen deine Eltern, dass du rauchst? Du rauchst seit 100 Jahren. Rauch mal bitte eine. Rauch mal bitte eine. Das darf man, ach, stimmt, darf man rauchen hier? Darf man hier rauchen? Nein. Nee, ihr sagt, was ihr gerade für eine Regel brecht. Ihr sagt, welche Regel wollt ihr brechen? Wir rauchen. Wir rauchen. Zuerst brechen wir die Regel des Rauchens. Genau. Das aber ist dadurch, dass wir beide nicht rauchen, ist verboten, im Studio zu rauchen. Das ist verboten. Erste Regel gebrochen. Sehr gut, danke schön. Danke schön. Oh, fuck. So anstrengend mit dem Ball. Guck mal hier, warte, hier bin ich. Hallo, wo ist das Feuerzeug? Tom, ich brauche nochmal das Feuerzeug, bitte. Welche Regel brichst du? Ich habe eine andere gute Idee. Ich würde Idee jetzt die Regel des Feuers brechen. Da das hier auch noch Kunststoff ist, werden auch noch giftige Dämpfe entstehen. Das gilt nur als eine Regel. Ja. Man wird ja hier wohl kein offenes Feuer machen dürfen, ne? Oder ist das hier so nicht flammbares Tape, weil wir hier im Studio sind? Dreckstape. Noch ist kein Feuer da. Halt, stopp, ich habe Feuer gehört. Guck mal hier. Wo ist Feuer? Hier, warte, hier brennt's gleich. Guck mal, oh, das ist so ganz gefährliches Feuer, das tropft so richtig. Okay. Aber der Punkt geht an euch, es ist verboten, in dem Studio Feuer zu machen. Wie geht das? Oh. Warte. Ist da Benzin drin? Leute, guck mal, wie das dampft. Oh. Ey. Hat er damit eine Regel gebrochen? Ja, also CO2-Löscher ist verboten. Okay. Einfach Feuerlöscher wahllos auszusprühen. Dein Feuerzeug. Und alle von der Berufsfeuerwehr hier an der Bavaria. Vielen Dank, dass ihr da seid. Da wissen wir, dass immer nichts passieren kann. Also ihr bleibt möglichst zu zweit zusammen. Joko. Mach das bitte mit Klaas zusammen. Was machst du? Überall rumlaufen. Was machst du?
Was Anni, darf man hier rumklettern? Das ist sehr hoch, ne? Also, ich liebe dieses Spiel. Also noch kletterst du nicht. Wenn du kletterst, könnte es sein... Wo willst du? Was machst du? Darf er das? Hey, ey, bist du wahnsinnig. Bevor dir irgendwas passiert, es ist verboten, ungesichert irgendwo rumzuklettern. Komm bitte wieder zurück. Rule Breaker! Oh, aber weißt du, was wir machen können? Klaas! Hallo. Klaas, weißt du, was wir machen können? Ey, Joko, ich hab noch eine Idee. Klar, hier bin ich. Ich hab noch eine Idee. Ich bin hier. Was machst du? Ich war bei der Werkzeugkiste. Also 4 Regeln habt ihr schon gebrochen, 6 fehlen noch. Ich habe gesehen, wie diese Dinger aufgebaut worden sind. Ja. Andi, kann man die Tribünen, kann man das praktisch verändern? Diese Aufbauten hier, wo die Zuschauer drauf sitzen? Nein, darf man nicht. Stopp, bevor... Stopp, nicht weitermachen, bevor irgendwas passiert. Bitte den Riegel wieder rein. Andi, kippt mir gleich um. Aufhören wieder rein. Rule Breaker! Aber hau den. Das ist witzig. Ich weiß nicht, wie der reingeht. Ah doch, ich weiß, wie der reingeht. Er ist wieder drin. Zuschauer sind sicher. Sollte jemand zur Sicherheit kontrollieren? Ich habe noch eine andere Idee. 5 fehlen euch noch. Wo ist Julian? Boah, das ist gar nicht so leicht. Julian? Oh! Julian? Julian hat mich hergefahren und er hat das Auto. Oh ja, sehr gut. Darf ich mal den Autoschlüssel mal haben, bitte? Soll ich schon mal das Elefantentor aufmachen? Welche Regel wollt ihr denn brechen? Also ich bin mir sicher, dass man hier nicht mit dem Auto reinfahren darf, Das ist immer das Ding. Wenn Autospiele passieren, dann werden die mal reingeschoben. Weil natürlich, wenn ein Verbrennermotor, passiert selten, aber er kann ja explodieren, wahrscheinlich ist das die Regel, ne? Aber deswegen fahren wir jetzt im Auto hier rein. Schön, dass ihr das dann macht. Gut. Aber wie gut ist, die Feuerwehr ist schon da, wir müssen sie gar nicht mehr rufen, weil hier steht für den Notfall nochmal die Nummer. Also nur für eure Information, ihr habt uns erzählt, was ihr machen wollt, aber solange ihr es nicht gemacht habt, nee, alles gut. Ist die Regel nicht gebrochen. Ne? Oh. Ja, okay. Stopp. Reicht. Noch 4. War auch nicht erlaubt. Achtet ein bisschen auf die Gesundheit auch von Andi, der stirbt hier gerade 1000 Tode. Und manchmal gibt es wirklich Sachen, die machen richtig Spaß dann irgendwie so. Die stellen sich so raus. Boah, hier stinkt es, als wenn es hier gebrannt hätte. Darf ich mal die... Ich würde gerne einmal ganz kurz, weil ich... Ja, ich weiß, ich muss... Ich hab keinen Kameraführerschein. Oh. Ah, der Punkt geht auch an dich. Es darf... Es darf nur Fachpersonal. Nur Fachpersonal. Stopp. Warte. Noch 3. Was ist das? Desinfektionsmittel. Ist auch Punkt an dich. Sollte man nicht trinken. Darf man nicht trinken. Punkt an euch. Noch 2. 2 Regeln müssen wir machen. Entschuldigung, ich kann die Kamera wieder haben. Aber wenn wir jetzt was trinken sonst in der Sendung, ne, dann duldest du das ja wahrscheinlich, weil das im Rahmen des Entertainments ist. Das ist eine Huch. Was war das? Birne. Das ist ein bisschen Glühbirne runtergefallen. Oder ist das nur Doofheitanfall? Mir ist eine Glühbirne Tollpatschigkeit. Tollpatschigkeit, das ist kein Regelbruch. Ich habe sie absichtlich dahin geworfen. Das ist Vandalismus an einer Straftat. Wollen wir noch eine kaputt machen oder kriegen wir das jetzt hin? Nein. Aber ist das ein Regelverstoß? Nein, das ist Vandalismus. Das ist auch Vandalismus. Nee, ich weiß ja, ich muss ja hier am Ende, ist das meine Firma, die ich weiß nicht. Wo geht denn das Licht aus? Hier gibt's doch, wo ist dieser Elektro? Da ist der Elektrokasten. Guck mal, da läuft der wieder weg. Klausi, guck mal. Klaas? Wo ist der Klaas? Ja, hier. Arbeitsverteiler 2 von UV Allgemein Nord. Ach was? Dürfen also daran? Es ist verboten, Stromarbeiten von Nicht-Elektrofachkräften. Genau, das passiert nämlich, wenn die Arbeiten nicht von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Also eine...
Eine einzige Regel müsst ihr noch brechen. Eine Regel noch. Ja, Andi. Ja. Komm mal wieder zurück. Aber ich muss die Sachen einstecken. Andi, du musst das Licht wieder anmachen. Licht wieder nicht an. Achso, okay, Andi macht das Licht an. Eine einzige Regel noch. Andi? Ja. Bist du. Ah, du hast das Licht wieder angemacht. Guck mal jetzt. Nein! Oh! Was machst du? Der Punkt geht auch an euch. Warum? Mutwillige Zerstörung von Requisiten. Dann habt ihr es geschafft. Komm mit zurück, Andi. Ich wollte gerade noch mit Pfeilen auf Zuschauer werfen. Pixel nicht. Mutwillige. Das ist, aber das ist ja ein tätlicher Angriff, das ist Körperverletzung. Das, okay, du meinst, da kannst du mich privat anzeigen? Nicht nur das. Aber warum war das? Wo ist Klaas? Den Sturm willst du nicht ernten. Oh, Klaas. Das ist nett, danke. Warum, was war das letzte? Gegen was hat er Mutwillige Zerstörung vom Studioeigentum. Genau. Zehnmal die Regeln gebrochen. Und es ist selbst euch schwer gefallen. Ja, irgendwann fängt man an, wenn man das so während der Sendung macht. Ich dachte, Alkohol im Dienst oder so, weil man Maschinen ja noch bewegen muss unter Umständen, ist auch gefährlich. Ist aber auch dann dachte ich mir gleichzeitig, wir haben schon so oft gesoffen in dieser Sendung, da wäre es ja schon öfters mal eingeschritten. Hast du nicht gehört? Habe ich nicht gehört, nein. Genau. Ja, aber das ist die, also am Anfang, komisch, ne? Am Anfang war ich so ganz euphorisch und dachte, das ist ja super und hat mir das auch so ein bisschen Spaß gemacht. Aber wenn man es darf, ist doof. Aber es ist immer so, wenn man so ausflippt, danach schämt man sich, ne? Nee, ich finde, wenn man das einfach so macht und keiner das will, dass man das macht, dann macht das mehr ich Spaß. Ich möchte euch ganz kurz, um eingefallen bin, Andi ist gerade extrem nervös geworden. Ihr seht auch schon, der ist klitsch und nass geschwitzt. Der kommt jetzt ins Sauerstoffzelt, aber erstmal kriegst du einen Riesenapplaus. Vielen Dank für deine Unterstützung. Danke, Andi, unser Studiomeister. Danke dir. Oh. Der Arme. Aber was so schön war an Andi ist, er war extrem hin und her gerissen. Er hat sich gefreut auf der einen Seite und auf der anderen Seite geärgert, dass ihr alle Regeln brecht. Aber ihr habt es gut gemacht innerhalb der Zeit. This is my quest to find.